Almanca, orta seviye 35. Lütfen üye olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Vergessen Sie nicht, das Video zu abonnieren. İyi bir aşçının lezzetli bir akşam yemeği hazırlaması önemlidir. Es ist wichtig für einen guten Koch, um ein leckeres Abendessen zuzubereiten. Es ist wichtig für einen guten Koch, um ein leckeres Abendessen zuzubereiten. Kalbimde her zaman özel bir yerin olacak. Sie werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Sie werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Buraya tüm bilgiler olmadan gelmek çok büyük bir hataydı. Es war ein schrecklicher Fehler, ohne alle Informationen hierher zu kommen. Es war ein schrecklicher Fehler, ohne alle Informationen hierher zu kommen. Hemşire bir bardak suya biraz ilaç koydu. Die Schwester gab etwas Medizin in ein Glas Wasser. Die Schwester gab etwas Medizin in ein Glas Wasser. Bu ilaç acıyı ortadan kaldırabilir. Dieses Medikament kann den Schmerz wegnehmen. Dieses Medikament kann den Schmerz wegnehmen. Hayatın hem acısı hem de keyfi vardır. Das Leben hat sowohl Schmerz als auch Vergnügen. Das Leben hat sowohl Schmerz als auch Vergnügen. Amerikan hastane teçhizatı iyi, ama pahalıdır. Amerikanische Krankenhausausstattung ist gut, aber teuer. Amerikanische Krankenhausausstattung ist gut, aber teuer. Uçak kazası birçok can aldı. Der Flugzeugunglück hat viele Menschenleben gefordert. Der Flugzeugunglück hat viele Menschenleben gefordert. Kazadan sonra olan bacağında bir kesik vardı. Nach dem Unfall hatte der Junge einen Schnitt am Bein. Nach dem Unfall hatte der Junge einen Schnitt am Bein. Hemşire kesiğe ne zaman bandaj koydu? Wann hat die Schwester einen Verband an ihrem Schnitt angelegt? Wann hat die Schwester einen Verband an ihrem Schnitt angelegt? Sağ kolunda hiçbir his yok. Ich habe kein Gefühl in meinem rechten Arm. Ich habe kein Gefühl in meinem rechten Arm. Kim yardımımı istiyor? Wer will meine Hilfe? Wer will meine Hilfe? Onun sırt veya boyun yaralanması olabilir. Er kann eine Rücken- oder Nackenverletzung haben.
Er kann eine Rücken- oder Nackenverletzung haben. Boyun yaralanmasının durumu nedir? Wie ist der Zustand seiner Nackenverletzung? Wie ist der Zustand seiner Nackenverletzung? Pencereden bir güneş ışığı ışını geldi. Ein Sonnenstrahl kam durch das Fenster. Ein Sonnenstrahl kam durch das Fenster. Acil bir durumumuz var. Lütfen şimdi gelin. Wir haben einen Notfall. Bitte kommen Sie jetzt. Wir haben einen Notfall. Bitte kommen Sie jetzt. Bu reçeteyi eczaneye götür. Bringen Sie dieses Rezept in eine Apotheke. Bringen Sie dieses Rezept in eine Apotheke. Tıpta önemli bir keşifte bulundu. Er machte eine wichtige Entdeckung in der Medizin. Er machte eine wichtige Entdeckung in der Medizin. Büyük annenin sağlığı nasıl? Wie geht es Ihrer Großmutter? Wie geht es Ihrer Großmutter? Yüksek ateşi var. Er hat eine hohe Temperatur. Er hat eine hohe Temperatur. Normal vücut sıcaklığı 37 santigrat derecedir. Die normale Körpertemperatur beträgt 37 Grad Celsius. Die normale Körpertemperatur beträgt 37 Grad Celsius. Karayip Denizi'ndeki bir adaya gemiyle gittiler. Sie fuhren mit dem Schiff zu einer Insel im Karibischen Meer. Sie fuhren mit dem Schiff zu einer Insel im Karibischen Meer. Neden sahil boyunca yürüyüşe çıkmıyoruz? Warum gehen wir nicht am Strand entlang spazieren? Warum gehen wir nicht am Strand entlang spazieren? Kum, ayakkabısız olamayacak kadar sıcaktı. Der Sand war zu heiß, um ohne Schuhe auskommen zu können. Der Sand war zu heiß, um ohne Schuhe auskommen zu können. Limana bir gemi geldi. Ein Schiff kam in den Hafen. Ein Schiff kam in den Hafen. Bir doktor bu yanığa bir göz atmalı. Ein Arzt sollte sich diese Verbrennung ansehen. Ein Arzt sollte sich diese Verbrennung ansehen. Kral ve kraliçe tehlikede değildi. Der König und die Königin waren nicht in Gefahr. Der König und die Königin waren nicht in Gefahr. Doktorumla 10:45'te randevum var. Ich habe einen Termin mit meinem Arzt um 10:45 Minuten. Ich habe einen Termin mit meinem Arzt um 10:45. Akciğer hastalığı olabilir.
Er kann eine Lungenkrankheit haben. Er kann eine Lungenkrankheit haben. Aşı için herkes doktora gitmeli. Jeder muss für einen Schuss zum Arzt gehen. Jeder muss für einen Schuss zum Arzt gehen. Mide ameliyatı olacak mı? Wird er eine Magenoperation haben? Wird er eine Magenoperation haben? Açık yaralanmalarla her zaman enfeksiyon tehlikesi vardır. Bei einer offenen Verletzung besteht immer die Gefahr einer Infektion. Bei einer offenen Verletzung besteht immer die Gefahr einer Infektion. En sevdiğiniz tatil yeri hangisi? Was ist dein Lieblingsurlaubsort? Was ist dein Lieblingsurlaubsort? Bugün randevu istiyorum çünkü yaralanmam ciddi. Ich möchte heute einen Termin, weil meine Verletzung ernst ist. Ich möchte heute einen Termin, weil meine Verletzung ernst ist. Hasta insanlar doktora gitmeli. Kranke Menschen sollten zum Arzt gehen. Kranke Menschen sollten zum Arzt gehen. Kardeşin şimdi iyi mi, yoksa hala hasta mı? Geht es deinem Bruder jetzt gut oder ist er noch krank? Geht es deinem Bruder jetzt gut oder ist er noch krank? Ekonomi haberlerini istiyorsanız, sayfa 8'de. Wenn Sie die Wirtschaftsnachrichten wünschen, finden Sie auf Seite 8. Wenn Sie die Wirtschaftsnachrichten wünschen, finden Sie auf Seite 8. Amerikan siyasi sistemi diğerlerinden çok farklı. Das amerikanische politische System unterscheidet sich sehr von anderen. Das amerikanische politische System unterscheidet sich sehr von anderen. Şehri almak askeri bir karardı. Es war eine militärische Entscheidung, die Stadt zu ergreifen. Es war eine militärische Entscheidung, die Stadt zu ergreifen. Raflarında çok fazla dini kitap var mı? Hat sie viele religiöse Bücher in ihren Regalen? Hat sie viele religiöse Bücher in ihren Regalen? Fiziksel durumda iyi miydi? War er in guter körperlicher Verfassung? War er in guter körperlicher Verfassung? Yüksek dalgalar sahildeki evler için gerçek bir tehlike. Hohe Wellen sind eine echte Gefahr für Häuser am Strand. Hohe Wellen sind eine echte Gefahr für Häuser am Strand. Daha fazla ilaç almamalı. Er sollte keine Medikamente mehr haben. Er sollte keine Medikamente mehr haben.
Hemşirelerin çoğu daha fazla para istiyor. Die meisten Krankenschwestern wollen mehr Geld. Die meisten Krankenschwestern wollen mehr Geld. Son her zaman en az değildir. Last ist nicht immer am wenigsten. Last ist nicht immer am wenigsten. Kırık bir kol kırılmış bir ayak parmağından daha ciddidir. Ein gebrochener Arm ist ernster als ein gebrochener Zeh. Ein gebrochener Arm ist ernster als ein gebrochener Zeh. Yeni kış sporları malzemelerimi kim aldı? Wer hat mein neues Wintersportgerät mitgenommen? Wer hat mein neues Wintersportgerät mitgenommen? Şu büyük çocuk senin yeni kış sporu malzemelerini aldı. Der große Junge hat ihre neue Wintersportausrüstung mitgenommen. Der große Junge hat ihre neue Wintersportausrüstung mitgenommen. Çantamdan para aldın mı? Hast du Geld aus meiner Handtasche genommen? Hast du Geld aus meiner Handtasche genommen? Neden çantandan para alayım ki? Benim kendi param var. Warum sollte ich Geld aus der Handtasche nehmen? Ich habe mein eigenes Geld. Warum sollte ich Geld aus der Handtasche nehmen? Ich habe mein eigenes Geld.